Hallo meine Schüler und Schülerinnen. Wir sprechen heute über die Alltagssituationen. Ja? Sie sollen diese Alltagssituationen gut auswendig lernen. Ja? Sie sollen die Bedeutung gut wissen und die Bedeutung in einem Satz gut wissen auch. Ja? Wie zum Beispiel, schau mal hier. Sie fragen nach dem Wetter. Ja? Was sagst du? Wie ist das Wetter? Und die Antwort, gut, schlecht, schön, ja, angenehm und so weiter. Und hier, Sie fragen nach der Freizeit. Was sagen Sie? Was machen Sie in der Freizeit? Und die Antwort, ich lese einen Roman, ich sehe fern, ich höre Musik und so weiter. Ja, Sie fragen nach den Ferien oder dem Urlaub. Was sagen Sie? Was machst du in den Ferien? Und die Antwort, ich fliege nach Italien. Oder ich bleibe zu Hause. Oder ich spiele Tennis und so weiter. Sie fragen nach dem Urlaubsort. Ort? Dann sage ich wo. Ja, sehr gut. Wo machst du gern Urlaub? Wo machen Sie gern Urlaub? In Italien, in Deutschland und so weiter. Sie fragen nach dem Hobby. Was sagen Sie? Was ist Ihr Hobby? Und die Antwort, schwimmen, Musik hören, tanzen, Fußball spielen und so weiter. Es gibt viele Hobbys. Sie fragen nach dem Lieblingssport. Ja, Lieblingssport. Welchen Sport machen Sie gern? Welchen Sport machen Sie gern? Schwimmen zum Beispiel. Was ist dein Lieblingssport? Laufen. Laufen, Fußball spielen und so weiter. Ja? Sie fragen nach der Temperatur. Oder nach dem Grad. Was sagen Sie? Wie ist die Temperatur? Wie ist die Temperatur? Oder schau mal hier, es gibt hier eine sehr wichtige Bemerkung. Wie viel Grad sind es heute? Ja, schau mal hier, bemerk, wir haben hier gesagt, sind, kein ist, das ist Ausdruck. Wie viel Grad sind es heute? Es sind auch 10 Grad, 7 bis 10 Grad und so weiter. Ja, Sie fragen nach der Meinung. Sie fragen nach der Meinung, was sagen Sie? Wie findest du die Schule zum Beispiel? Und die Antwort, toll, interessant, schön, ja, oder nicht gut. Ja, langweilig. Ja, deine Meinung. Sie fragen nach dem Einkauf. Was sagen Sie? Wo kaufen Sie ein? Im Supermarkt oder im Kaufhaus? Die Antwort. Ja? Sie fragen nach den Jahreszeiten. Jahreszeiten. Ja? Was sagen Sie? Was sind die Jahreszeiten? Welche Jahreszeit haben Sie? Und so weiter. Was sind die Jahreszeiten? Schau mal hier. Der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Das sind die Jahreszeiten. Sie fragen nach den Himmelsrichtungen. Himmelsrichtungen. Was sind die vier Himmelsrichtungen? Der Norden, ja, der Süden, ja, der Osten, der Westen. Norden, Osten, Westen. Norden, Norden, Süden, Osten, Westen. Ja? Sie fragen nach der Zustimmung, ja? Sie sagen ja. Sind Sie dafür? Ja, ich bin dafür, die Antwort. Ja, ich bin dafür. Ja, aber du bist dagegen. Was sagst du? Sie fragen nach dem Widerspruch. Sind Sie dagegen? Sind Sie dagegen?
ich bin dagegen. Ja, ich bin dafür, wenn ich Ja sage. Ich bin dagegen, wenn ich Nein sage. Ja? Sie fragen nach dem Vorlieben. Was sagen Sie? Was möchten Sie gern? Oder was machen Sie gern? Was möchten Sie gern? Oder was machen Sie gern? Ich möchte gerne Fußball spielen, Tennis spielen, Bücher lesen und so weiter. Ich mache gerne Musik. Ich höre gerne Musik und so weiter. Jemand fragt dich nach dem Reiseziel. Reiseziel. Sie sagen, ich fahre gern nach Berlin. Ja, und die Frage, ja, sehr gut, wohin fahren Sie? Und die Antwort, ich fahre gern nach Berlin. Ja, du sprichst über das Wetter. Was sagen Sie? Ich sage, es ist gut, es schneit. Es ist kalt, heiß und so weiter. Ja? Du sprichst über deine Hobbys. Was sagen Sie? Ja, ich mache gern Sport. Ja? Sie sollen diese Situationen gut auswendig lernen und die Bedeutung gut wissen. Ja? Das ist genug für heute. Tschüss.